Herzlich willkommen bei meinem persönlichen Tooltip. Mein Name ist Reinhard Prestonik und ich möchte euch die Online-Wand Padlet vorstellen. Padlet ist das ideale Werkzeug für die Online-Zusammenarbeit. Ich kann Texte, Bilder, Links, Videos und alle Arten von Dokumenten hier auf einer gemeinsamen Wand sammeln. Hier sind beispielsweise Links, ein Video, hier kann ich Ton abspielen, ein GeoGebra-Arbeitsblatt ist eingebunden oder eine PowerPoint-Präsentation. Um beispielsweise Text hinzuzufügen, klicke ich einfach in die Wand hinein, beginne mit dem Eintippen des Textes und schreibe etwas und schon steht der Text zur Verfügung. Um beispielsweise von meiner Festplatte Dokumente hinzuzufügen, kann ich hier per Drag and Drop ein Bild beispielsweise hochladen und es steht dann sofort zur Verfügung. Genauso kann ich ein Word-Dokument hier auf meine Wand verschieben und dieses Dokument wird hier entsprechend hochgeladen und steht im Anschluss zur Verfügung. Wenn ich dann auf das entsprechende Dokument draufklicke, wird der Vorschau-Modus angezeigt und beispielsweise bei einer PowerPoint-Präsentation wird PowerPoint online gestartet und ich kann hier direkt die Präsentation in Padlet ausführen. Es gibt zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann beispielsweise den Hintergrund neu wählen. Ich möchte beispielsweise hier einen anderen Hintergrund oder kann auch die Darstellung wählen, das Layout. Ich kann es im Stream hier darstellen. So werden die Artikel so in der Reihenfolge, wie sie hochgeladen und erstellt worden sind, angezeigt. Ich bleibe bei der freien Darstellung. Des Weiteren ist es möglich, hier meine Wand zu exportieren, indem ich einfach den Link hier weitergebe oder es ist sogar einbettbar auf einer Webseite oder in der Lernplattform Moodle beispielsweise. Wie das aussieht, zeige ich hier ganz kurz. Auf einer Webseite sind hier zwei Padlets von mir eingebunden. Das eine Padlet behandelt das Arbeiten mit Evernote. Ein weiteres Padlet dient zum Sammeln von Gesundheitsübungen, um einen Ausgleich für die Bildschirmarbeit zu haben. Ja, ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt bei meiner Kurzvorstellung von Padlet und Sie probieren es gleich aus unter www.padlet.com. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.